perfekte Stimmakrobatik, erstklassige Beatbox-Kunst und unglaubliche Comedy. Die beeindruckende Show der Vocal People lässt keine Sekunde Zeit für Langeweile. Das stellten auch die Zuschauer der exklusiven Vorpremiere im Kehrwieder Theater in Hamburg fest. Am 22. Mai feierte Stage Touring den offiziellen Verkaufsstart des musikalischen Comedy-Highlights. Über 70 Lieder von Mozart, Beethoven und Rossini, über ABBA, Queen und John Lennon, zu Michael Jackson, Madonna und George Michael. Auf professionelle Art macht Vocal People nahezu jede Musik hörbar und das ganz ohne Instrumente. Auf der ganzen Welt sind sie unterwegs, von Rio de Janeiro über Mailand bis nach Amsterdam sorgten die Vocal People bereits für leuchtende Augen und unvergessliche Momente. Aber wer sind diese intergalaktischen Stars eigentlich und wo kommen sie her? Grit Rödiger ist nicht nur stellvertretende Geschäftsführerin von Stage Touring, sondern auch die einzige Vokisch-Übersetzerin auf der Erde und weiß über die Vocal People ganz genau Bescheid. Die kommen vom Planeten Voca, das ist ein Stern in unserem Sonnensystem und die sind unterwegs im Universum. Auf der Suche nach Musik. Das ist nämlich die Quelle für ihre Energie und da sind sie auf der Erde fündig geworden. Sind sehr gesprächig. Nicht nur sehr gesprächig sind sie, sondern scheinbar auch sehr talentiert, diese Vocas. Mehr als 500.000 Zuschauer weltweit haben die intergalaktischen Künstler schon begeistert. Und die Voca-Euphorie hat scheinbar auch das Publikum in Hamburg gepackt. Grandioser Sound, war toll, war was ganz Außergewöhnliches. Wie man das mit den Stimmen alles hinkriegen kann. Die haben es echt drauf, die verstehen ihr Handwerk. Ab dem 20. Dezember 2012 verlassen die Vocal People wieder ihre intergalaktische Heimat und sind in 24 deutschen Städten zu Gast. Stage-Touring-Geschäftsführer Michael Duwe weiß jetzt schon, mit wem er sich die Show auf jeden Fall nochmal anschaut. Also ich finde, es ist wirklich für jeden geeignet. Also ich werde mir die Show auf jeden Fall mit meiner Tochter anschauen. Und es ist wirklich was, wo jeder Spaß dran hat und jeder in der Show für sich selber etwas findet, was er ganz toll findet. Tosender Beifall, Standing Ovations und begeisterte Gesichter. Die erste Vorstellung in Hamburg, ein voller Erfolg. Und die Zuschauer nehmen auch den ein oder anderen Ohrwurm mit nach Hause. Mama, just kill the man. Ja, so ging das. Ja, genau, fast so ging das. Nicht nur das Publikum, auch die Vocal People haben Spaß gehabt bei ihrer Show und freuen sich schon jetzt auf ihre Tour durch Deutschland. Bis dahin verabschieden sie sich aber erstmal und machen sich bereit für ihren nächsten Besuch auf der Erde.